Frage. Leute, wir haben es geschafft übrigens. Oh, ja, warte mal. Doch, es dürfte auch der Controller funktionieren. Schauen wir mal. Find deinen bayerischen Akzent geil. Das ist schön zu hören. Ich muss mal ein bisschen bei mir auf den Kopfhörern zumindest lauter machen. Okay, Resident Evil 3. Ich bin gespannt. Das ist tatsächlich von der Hauptreihe das einzige Spiel, wo ich glaube ich sagen muss, das habe ich nie wirklich gespielt. Das ist tatsächlich so ein bisschen eine Bildungslücke, die ich jetzt sehr gerne auch schließe. Ich freue mich wirklich auch drauf. What? Kapka ist jetzt ein Bird Rider. Ike Kusanagi, Dankeschön fürs Abo verschenken. Und wie? Eine 5er-Sub-Bombe wird hier reingebombt. Dankeschön. Vesco 87 ist jetzt ein Bird Rider. Grüße aus Landshut. Grüße zurück. Minish-Blobby ist jetzt ein Bird Rider. Hi Pollux. Pollux ist jetzt ein Bird Rider. So. Ah ne, einen haben wir noch. Erik unterstrich mit unterstrich E ist jetzt ein Bird Rider. Erik unterstrich mit unterstrich E. Ich find's so großartig. Ich find's so großartig, wie diese Stimme eure Namen immer vorliest. Wahrscheinlich auch nicht falscher wie ich, ganz im Gegenteil. Aber es ist immer wieder lustig. Mr. Skyline, hi, hallo. Kurzes Hallo, muss leider wieder Bett. Wecker klingelt um 5.30 Uhr. Ujemine, dann gute Nacht, Granny. Okay, Resident Evil 3, let's go. Juhu! Endlich mal selber spielen und nicht immer nur Sachen drüber lesen und sich angucken und in irgendwelchen Wikis und Files graben, ist schon auch mal cool, glaube ich jetzt. Und dringend notwendig. Genau, und da haben wir jetzt das Problem, das wurde mir schon oft von euch mitgeteilt. Nämlich den Easy-Modus, haben wir irgendwie super viele Waffen mit unendlich Munition und das Spiel ist langweilig. Nehmen wir den Hard-Modus, ist das Spiel gar nicht ohne, ne? Insofern, aber gut, nehmen wir natürlich den Hard-Modus. Weil der andere ist halt wirklich eher so der, ne, langweilige Modus. Ja, ich habe das mit Mögen die Tentakel der Tiefe mit dir sein gestrichen, weil das war zu lange, gerade bei so Sub-Bomben. Dankeschön, Quenny. Freut mich, dass dir meine Stimme und meine Videos gefallen. It's true that once the wheels of justice begin to turn, nothing can stop them. Nothing. It was Raccoon City's last chance, and my last chance. My last escape. Als das R so angenehm, ja. Das konnte ich mir nicht abtrainieren und mittlerweile versuche ich es auch gar nicht mehr. Immer noch leicht gespielt, auf schwer habe ich es mal versucht, aber dann habe ich die Lust verloren, weil es zu schwer für mich war. Das ist nicht so motivierend. Aber ist es schon so, dass der Easy-Modus der Cheater-Modus ist, ne? Das ist meine Informationslage schon richtig, mit unendlich Munition, Waffen und sowas. Ansonsten starten wir es nochmal auf leicht.
ich würde es halt gern normal spielen einfach. Wie ein richtiges Survival-Horror-Spiel ohne irgendwelche Cheat-Waffen. Aber es soll jetzt auch nicht super schwer sein. Und ich weiß nicht, ob es das gibt. Meine Zunge ist gar nicht dafür gemacht, um ein R so rollen zu können. Ja, ich weiß nicht, wenn man aus Bayern kommt, oder? Dann lernt man das R einfach so rollend. Rudi rutsch die Rutsche runter. Roller, roller, rap, tap, tap. Das sind so die Kindergedichte, die wir damals benutzt haben, um das R zu lernen. Und ich kann das Hochdeutsche hinten im Rachen R überhaupt nicht. R. Rudolf. Rudi rutscht die Rutsche runter. Ihr merkt schon, das klingt super weird, wenn ich das versuche. Da kann ich das englische R noch viel besser. Raccoon City. Das ist okay. Aber Raclette, Raccoon. Kann ich nicht. So. Game Instructions. This explains about various actions. Operations on map screen and operations in the event screen. Warum ist das jetzt nicht auf Deutsch eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Nein, leicht ist kein Cheat-Modus. Du hast unendlich Farbbänder, aber nicht unendlich Munition mit irgendeiner Waffe. Du bekommst das schon deutlich besser hin, nicht zu rollen als ich. Meine Zunge lässt sich nicht horizontal biegen. Horizontal. Warte mal. Also, schön. Meine schon. Ich kann auch das hier. Und ich kann die Zunge auch umdrehen. aber ein hochdeutsches R kann ich immer noch nicht. Ich habe selbst das fränkische R. Ich finde es mega sympathisch bei anderen Menschen. Ist das fränkische R nochmal was anderes? Das kann ich mir gerade gar nicht richtig vorstellen. Besser hier gucken, als sich Planet of the Apes anzutun. Hä? Verstehe ich gerade die Referenz nicht. Ich glaube, damals gab es einfach nur Englisch. Der Text müsste schon auch auf Deutsch verfügbar sein, oder? Aber da bin ich mir jetzt auch gar nicht sicher. Mit der alten Steuerung muss man erstmal lernen zu zocken. Also wenn leicht nicht im Cheat-Modus ist, dann spielen wir tatsächlich auf leicht, glaube ich. Weil ich muss jetzt nicht unbedingt mir die Herausforderung auf schwer geben. Das war dann ein Missverständnis. Ha, wollte ich fragen, ob du alle Resident Evil Teile in Englisch hast, da ich die deutsche Version habe. Also ich habe alle Resident Evil Teile in verschiedenen Versionen für verschiedene Konsolen hier, aber jetzt gerade spielen wir eine ROM tatsächlich. Ich kann meine Zunge auch so komisch umknicken, wie ich es immer nenne. Aber nur in eine Richtung. Oh. Kann es in beide Richtungen. Aber das hätte ich gar nicht gewusst bis gerade eben. Okay, starten wir nochmal schnell neu. Come on. Geh weg, Tutorial Text. Dann geben wir uns nicht unbedingt schwer. Unendlich speichern ist ja relativ wurscht, weil ich ja sowieso einfach unendlich viel speichere mit meinem Emulator. Und da machen wir leicht. Ist auch gut. Reset the game. Heißt das, ich komme ins Hauptmenü? Ich hoffe es, ja. In der ersten Kiste sind halt ein paar Geschenke drin. Ja, ja, das ist okay, ne? Ich hätte jetzt nur Angst gehabt, dass ich wirklich irgendwie eben eine Gatling mit unendlich Munition kriege oder so. Da hätte ich tatsächlich keinen Bock drauf gehabt. Aber ansonsten ist es super. Tatsächlich habe ich... Nee, warte mal. Habe ich von Resident Evil 3 die PlayStation-Version da? Das kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht mal sagen. Ich habe... Die GameCube-Version definitiv, aber habe ich die PlayStation 1-Version von Resident Evil 3? Irgendwo hier stehen die Kisten mit den ganzen Spielen, ich kann es gerade gar nicht sagen. Aber die Nemesis-Geschenke sind es wert, auf hart zu spielen. Ja, jetzt, ich habe mich schon... Aha, oh, wir starten aber gleich mit einem Maschinengewehr. Finde ich gut. Nee, es ist schon okay. Hey, aber guck, die haben tatsächlich, wisst ihr, Resident Evil Nemesis und das...
Wusste ich nicht. Deswegen ist es so wichtig, die Spiele auch zu spielen und sich nicht nur theoretisch mit denen zu beschäftigen. Weil schon von Resident Evil 1 auf 2 hat sich technisch so viel verändert. Neue Animationen, neue Charaktermöglichkeiten, neue Zombie-Moves und so weiter. Fühlt sich anders an. Und das ist jetzt hier beim dritten auch gleich wieder so. Und das, dafür muss man den Controller in die Hand nehmen. Das sieht man nicht, wenn man sich irgendwelche Let's Plays anguckt. Das muss man fühlen einfach. Und die Zombies... Ja, ich bin still. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Ich will die Cutscenes jetzt wirklich sehen und alles lesen und so. Haben wir bei den anderen Spielen auch gemacht. We've got to get out of here. What? What do you think you're talking about? I just lost my daughter out there! How dare you tell me to go back outside? I'm sorry about your daughter, but there isn't gonna be any rescue. We have to get out of here! No! I'm not going anywhere! I'd rather starve to death in here than be eaten by one of those undead monsters! Now leave me alone! Okay, Tom, danke für die Auflistung der Sachen, die anders sind im Easy-Modus. Ich finde es irgendwie krass, dass das so, so ein krasser Unterschied ist, ne? Dass es so einen großen Unterschied macht, ob man, also, dass es nur leicht oder schwer gibt, aber nicht irgendwie so einen normalen Zwischenweg, finde ich schon interessant und komisch ein bisschen. Weil dass man hier jetzt gleich ein Assault Rifle in die Hand gedrückt bekommt und dann unendlich viel speichern und automatisch ausweichen und so weiter und so fort, das ist alles so, okay, what? weiß ich nicht, ob das alles notwendig ist, aber ja, okay. Na gut, schauen wir uns mal ein bisschen um. Das ist jetzt für mich tatsächlich sehr viel Neuland einfach auch. Ich fand es aber schon immer geil und lustig, dass Jill in dem Teil am Anfang einfach random erstmal aus einem Gebäude rausgesprengt wird. Und dann geht's los. Dann sind wir auch schon mittendrin in der Action. Finde ich irgendwie lustig. Hast du auch die Outbreak-Teile? Die habe ich definitiv am meisten gezockt. Ich habe den ersten tatsächlich auch original hier, den zweiten noch nicht, aber die werden wir auch spielen. Defective Products, also kaputte Produkte, ne? Wahrscheinlich. Ich meine, warum sollte Jill kein Assault Rifle zu Hause haben? Und das mitnehmen? Eigentlich macht das sehr viel Sinn. Nach dem, was die Hauptfiguren aus Resident Evil 1 so erlebt haben in der Villa und wenn man bedenkt, dass die in den USA leben, warum sollten die sich nicht bescheuert lächerlich over the top bewaffnen, oder? Hat Ashley eigentlich Chill Fieberstiefel geklaut? Tatsächlich, ne? Die sehen sehr ähnlich aus, ja? Ich verstehe. Ich glaube, bei Resident Evil 3 auf dem Nintendo 64 gab es einen Normalmodus, soweit ich weiß. Aha. Aber dass es der dann nicht in die GameCube-Version geschafft hat, ist weird, ne? Nicht Fieber, meine die. Was? Du weichst nicht automatisch aus, du weichst nur aus, wenn du mit einer Waffe zielst und im richtigen Moment schießen drückst. Okay. Und mehr Inventarplätze. Hey, ich muss euch ganz ehrlich sagen, über die mehr Inventarplätze beschwere ich mich überhaupt nicht im Easy-Modus. Das ist ganz nett, muss ich sagen. Es ist ja auch nicht übertrieben, ne? Zwei mehr, glaube ich. Das ist schon okay, die nehme ich.
Okay. Hier haben wir eine First Aid Box. Das ist anscheinend, wenn ich das richtig verstehe, einfach ein Heilmittel, das wir dreimal benutzen können, aber es braucht nur einen Inventarplatz. Alles klar. Und wir haben ein unendliches Ink Ribbon. Na gut, okay. Okay, warte mal. What? Okay. Und wir haben eine Magnum und eine Shotgun und eine Handgun. Boah, das ist... Puh, okay. Ja gut. Okay, ist okay. Ich werde es, glaube ich, mit der Bewaffnung, die wir da einfach so vom Spiel geschenkt kriegen, nicht übertreiben. Das kommt mir schon ein bisschen krass vor gerade. Aber gut, okay. Wir wurden ausreichend ausgestattet vom Spiel. Dankeschön, Spiel. Das ist sehr nett von dir. Meine Güte. Magnum im Inventar, kein Cheat-Modus, schon klar. Ja, ich find's auch krass, tatsächlich, ja. Ja, wie gesagt, ne? Gehen wir verantwortungsvoll mit dem Zeug um, das uns das Spiel hier gibt. Ich würde sagen, mit Schrotflinte und Maschinengewehr, das reicht erstmal. Die Magnum lassen wir immer noch weg. Schauen wir uns mal die Game Instructions an. Game Instructions A. Your survivability depends on how you play. Good luck. Also deine Überlebensfähigkeit hängt davon ab, wie du spielst. Viel Glück. Einige Fässer und explosive Gegenstände in der Umgebung sind anzielbar. Man kann auf sie schießen mit der Waffe und dann passieren verschiedene Dinge. Um zu zielen, den Attack Stance Button einnehmen. Quick Turn. The Player Turns, genau, den habe ich sehr vermisst. Ich hätte tatsächlich gedacht, den hat schon der zweite Teil, den Quick Turn, aber den hat der dritte erst eingeführt. Emergency Escape. Wenn ein Enemy grabs you, also wenn ein Gegner dich packt, kann dein Charakter, oder wenn der Charakter hinfällt, kannst du schneller fliehen. Pressing the Control Stick and the Button rapidly, also Button mashen. Und Dodgen ist natürlich auch neu. Dein Charakter kann dodgen, also ausweichen, im Attacke-Stance den A-Knopf drücken, während man nach unten gedrückt hält oder so ähnlich. Nee, Quatsch, während man den Attacke-Standknopf nach unten gedrückt hält. Und dann kann man mit A auch auf Objekte draufklettern und mit dem Map-Button kann man die Map hervorrufen. In-game Event called Lives. Ah ja, und dann gibt es ja die Entscheidungen natürlich, ne? Darum geht es hier wahrscheinlich. In gefährlichen Situationen. Genau, dann erscheint ein eigener Bildschirm, man trifft eine Entscheidung und drückt dann den A-Knopf. Und je nachdem, wie man sich entscheidet. Ach so, manche kann man auch überspringen. Weiß ich aber nicht, ob ich das will. Dann schauen wir uns das rote Buch noch an. Ah ja, wie man Munition herstellt, das weiß ich tatsächlich, glaube ich, auch schon. To create verschiedene Munition, Reload Tool und Gunpowder. Das ist notwendig, um verschiedene Munitionstypen herzustellen. By combining the Gunpowder and Reloading Tool, various types of ammunition will be created. Man kann verschiedene Arten von Munition herstellen, je nachdem, welche Gunpowder man kombiniert. Genau. Es gibt die Gunpowders A, B und C. Und C kriegt man, wenn man A und B zusammenmischt. Man kann alle verschiedenen Kugeln herstellen. Es gibt 13 verschiedene Kinds of Gunpowder. Was? Es gibt 13 verschiedene Arten von Gunpowder? Ich dachte, es gibt 3 verschiedene. Ah, hier haben wir es. Hier sind einige Rezepte. A Handgun, B Shotgun, C Granatlauncher, A plus C Flammen, Granaten, B plus C Barrys Waffe gegen Lebendes, C plus C Eisgranaten, C plus C Magnum Bullets. Und dann, wenn man das alles gemixt hat. If you combine a certain type of gunpowder with grenade rounds, special type. Oh, okay, man kann auch Pulver mit Granaten kombinieren. Wartet mal ganz kurz, mir fällt gerade ein, ich muss schnell noch hier ändern, dass wir nicht mehr Resident Evil 2 spielen, ne?
Resident Evil 3 Nemesis, das Original-Update. So, jetzt stimmt's wieder. Ah, hier muss ich's auch noch ändern. Nochmal updaten. So, jetzt stimmt's aber wieder. Gut. Was? Redet ihr über Blutgruppen gerade, oder was? Okay. Und dann kann man noch mächtigere Munition herstellen. Ah, warte, ich muss wieder hier reinklicken. So, jetzt genau. Gut, Tutorials haben wir. Gespeichert haben wir. Liegt da noch Pistolenmunition? Wisst ihr zufällig, kann mir das noch jemand sagen, ob im leichten Modus auch die Gegner schwächer sind? Und finden wir die Waffen, die wir jetzt schon von Anfang an in der Kiste haben, trotzdem noch in der offenen Welt? Weil sonst würde ich mir selber so ein bisschen das Regelwerk auflegen, dass ich halt einfach nur die Waffen benutze, die ich eigentlich schon haben sollte. Ich will eigentlich nur nicht, dass die Gegner irgendwie super nervig krass sind und mich auf zwei Schläge töten, ne? Darum geht es mir eigentlich hauptsächlich. Seit gestern kann man bei der Webseite für die Video Game Awards für das Spiel des Jahres abstimmen, darunter Resident Evil 4 Remake. Ja, ich habe es mir schon angeguckt. Die Nominierungen für die Game Awards sind interessant. Ich meine, das neue Zelda Baldur's Gate 3 war sehr klar und ich denke auch, die beiden werden es wahrscheinlich unter sich ausmachen, wenn wir ehrlich sind. Eins der beiden Spiele wird wahrscheinlich Game of the Year. Spider-Man 2 war auch noch relativ naheliegend. Und Resident Evil 4 Remake habe ich mir schon auch gedacht, dass das noch dabei sein dürfte. Aber ich glaube, das hat ehrlich gesagt nicht wirklich eine Chance auf Game of the Year. Und ich verstehe auch voll, warum. Weil ich liebe das Resident Evil 4 Remake. Ich habe kaum anderes Resident Evil so oft und lange durchgespielt. Also ich mag das wirklich super gerne. Es macht mir echt Spaß. Aber es ist jetzt halt nicht irgendwie super innovativ oder super wegweisend, ne? Und es ist halt einfach nur ein sehr guter Third-Person-Shooter. Ein sehr cooler, sehr actionreicher Third-Person-Shooter. Aber es ist jetzt in keinster Weise irgendwie ein innovatives Spiel, das irgendwie, ne, das Genre oder das ganze, die ganze Videospielwelt voranbringt, so ungefähr. Und umso weniger verstehe ich aber, warum Alan Wake 2 nominiert ist. Weil ich finde, Alan Wake 2 ist einfach kein gutes Spiel. Ich habe es ja eh schon mal gesagt. Ich finde viele Ideen sehr cool. Ich finde das Spiel teilweise sehr mutig und ich schätze dafür auch die Nominierung, weil es tatsächlich sich einige coole Sachen traut. Aber vom Gameplay her ist es nervig. Ich finde es so nervig. Ich finde die Rätsel nervig. Ich finde die Kämpfe nervig. Ich finde Alan Wake 2 einfach nervig. Die Gegner sind schwächer auch. Okay, danke schön. Gut, das finde ich okay. Okay, Feuerzeug, Benzin. Ah, guckt mal, eine Schrotflinte. Das ist cool, Leute. Hey, das ist voll cool. Ich mag es nämlich, dass die Gegner schwächer sind. Finde ich gut, das nehme ich gerne mit aus dem Easy-Modus. Aber ich glaube, die speziellen Superwaffen, die ich so geschenkt kriege, werde ich dann tatsächlich in der Kiste liegen lassen. Und dann nehmen wir wirklich nur das mit, was wir so finden. Ja, die extra Munition, ne, die lasse ich auch nichts verkommen lassen. So ist es auch wieder nicht. Werden wir schon ordentlich rumballern. Hier bleibt kein Zombie stehen. Sparen müssen wir jetzt nicht und ich habe Bock drauf. Aber ja, okay, genau. Ich glaube, so machen wir es. Das ist ganz gut. Ist eine schöne, selbst aufgelegte Regel, so ein bisschen. Dann will ich jetzt aber noch mal kurz zurück ins Warehouse, damit wir tatsächlich die Waffen wegtun. Die Atmosphäre von Alan Wake, ja, total. Die Atmosphäre ist super, ich mag die Story, ne? Ich finde super, wie das erzählt wird, wie der Mystery-Element aufgebaut wird. Das ist schon gut, aber ich finde einfach das Spiel halt nicht gut. Ich finde es sogar frustrierend, ich mag es einfach nicht. Ich habe mich verlaufen.
Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass in der Kategorie beste Soundkulisse Dead Space Remake gewinnen könnte. Dead Space Remake hat eine geniale Soundkulisse, definitiv, ja. Okay, ich verlaufe mich komplett. So groß ist das Gebiet doch nicht. Ich muss jetzt hier, warte mal, ich gehe zurück. Dann stehe ich hier vor der Tür und dann gehe ich nach oben jetzt, oder? Dachte ich. Quasi nach rechts. Ja, ja, okay, das war schon richtig. Na dann. Ich habe da ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie abgestimmt bei den Game Awards, aber das macht ja auch nur einen gewissen Teil aus. Ne? Ich glaube, das Publikum ist ja nur ein so und so kleiner Teil der Jury, was ich auch voll in Ordnung finde. Ich glaube, die Waffen findest du auch noch normal, zumindest die Schrobflinte, weiß ich sicher. Die Gegner sind wahrscheinlich etwas schwächer. Ja, genau, genau, genau. Okay, okay. Ja, finde ich gut so. Finde ich gut. So. Ich glaube, ich habe wieder zurückgefunden. Oder auch nicht. Doch, doch, es stimmt schon, es stimmt schon. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich habe wieder komplett, habe mich wieder komplett verlaufen. Aber ich gucke mir die Game Awards immer wieder gerne an. Und immer wieder bin ich enttäuscht. Immer wieder denke ich mir davor, oh cool, ich bin echt gespannt, was wir alles an World Premieres wieder kriegen und coole neue Ankündigungen und Trailer. Und dann am Ende denke ich mir immer, okay, basically gar nichts eigentlich. Danke für nix, Game Awards. Aber gucken wir mal. Jetzt waren ja auch wirklich die Pandemiejahre und so weiter, ne? Spielentwicklungen wurden nach hinten verschoben oder ganz gecancelt. Das war eine schwierige Zeit. Dieses Jahr war jetzt total crazy. Jetzt gucken wir mal, ob es so weitergeht und ob wir vielleicht wirklich ein paar überraschende, coole Ankündigungen kriegen. Also, im Endeffekt habe ich die Schrobflinte jetzt schon ganz legal gefunden. Ich packe jetzt auch tatsächlich mal alle Bonuswaffen quasi. Das Maschinengewehr will ich irgendwie schon benutzen. Das dürfte mir nicht wegnehmen. Findet man das Maschinengewehr auch so im Spiel? Müsste ich das theoretisch auch ablegen, ne? Theoretisch sollte ich so rumlaufen. Eigentlich schon. Okay, von mir aus. Dann packen wir auch das Maschinengewehr weg. Wir hatten jetzt unseren Spaß damit. Ist schon okay. Die Heilung nehme ich grundsätzlich schon auch. Ist es ja wurscht. Genau, die Munition behalte ich auch. Wir sind schon überpowered. Braucht man gar nichts sagen, aber nicht komplett übertrieben. Jetzt die ersten paar Zombies mit dem Magnum wegschießen, das würde mir auch tatsächlich, glaube ich, ein bisschen den Spaß schon kaputt machen. Das ist dann zu viel. GTA 6 Trailer zum Beispiel. Genau, 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 genau. Ja. Yep. Und wie du schon sagst, auch Silent Hill 2, beziehungsweise so viel Silent Hill Projekte, die angekündigt wurden. Gucken wir mal. Stimmt, bin ich schon sehr gespannt drauf. Ja, gucken wir mal, was wir da zu sehen kriegen. Ich nehme auch gleich das Dreier-Heilzeug mit, dann ist es weg so ungefähr, ne? Dann haben wir das benutzt auch. Der Andi vermutet, dass eventuell was zum neuen Resident Evil gezeigt werden könnte. Oh, meint er echt jetzt schon? Jetzt schon auf den Game Awards was zu einem neuen Resident Evil? Ich meine, theoretisch sind die mit Resident Evil 4 fertig. Es ist so witzig, vor den Treppen, obwohl das im dritten Teil überhaupt nicht mehr notwendig ist, drücke ich immer automatisch den A-Knopf. Ich, ne, immer so diese Interaktionstaste, ganz automatisch. Das wäre total cool. Ich dachte, hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm, aber tatsächlich sind die jetzt mit Resident Evil 4 durch, ne? Da kommt auch kein Zusatzcontent mehr, außer die VR-Version. Also so rein marketingtechnisch wäre jetzt wieder der Weg frei für neues Resident Evil Material. Aber jetzt schon? Nein, ich bin gespannt. Soll ich auch mal bei dir kochen kommen?
Hä? Das, woher kommt diese komplett random Aussage? Musst du nicht, danke schön. Danke für das Angebot. Ich habe gerade den Chat nicht verfolgt. Ich kenne gerade den Kontext nicht. Hallo, Neuro, wie geht's? Warum eigentlich auf Stufe leicht? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Das ist die Kurzversion. Das ist die ehrlichste Version. Ich habe keine Ahnung. Wir haben gerade viel hin und her diskutiert, was genau wir jetzt am besten eigentlich für einen Schwierigkeitsgrad nehmen und was die Unterschiede sind und so weiter und so fort. Und irgendwie sind wir jetzt dann bei Schwierigkeitsgrad normal hängen geblieben. Leicht. Weil es kein Normal gibt. Ich hätte gern Normal gehabt. Und der Kompromiss ist jetzt, dass wir leicht nehmen, aber ich lasse die ganzen coolen Waffen in der Kiste. Das ist jetzt mein Normalmodus quasi. Den habe ich mir selber gebastelt. Finde ich ganz gut eigentlich. Oh, warte mal, kann man in dem Teil schon irgendwie... Nee, leider immer noch nicht. Ah, schade. Man kann leider in dem Teil immer noch nicht in Echtzeit nachladen. Zumindest wüsste ich jetzt nicht wie. Oh, check, ja genau. Ja genau, das wollte ich drücken. So. Dann koche ich bei dir. Genau. Denk dran, dass du gerade keine Waffe ausgerüstet hast. Ist schon alles erledigt. Genau, haben wir es gut zusammen gebastelt. Finde ich auch. Ich mag das, dass der dritte Teil so eine relativ, oder zumindest im Vergleich zum zweiten Teil, verhältnismäßig lange Passage in der Stadt hat. Ne? Ich finde die Stadt eigentlich immer am coolsten und interessantesten. Ich mochte das schon im zweiten Teil total gerne, die Außenpassagen. Da ist die Stimmung einfach irgendwie eine ganz andere als in den Innenräumen und ich mag sie. Das ist einfach... Ah, im zweiten Teil war der unterste Knopf, der Kombinieren-Knopf. Deswegen... Ah, wird mir das jetzt noch oft passieren. Gibt es eigentlich in Raccoon City... Es gibt ein Krankenhaus in Raccoon City. Ich habe mich gerade gefragt, ob es sowas wie Ärzte geben kann in der Stadt. Also in einer Stadt, in der quasi alle sich durch magisches Heilkraut von allem heilen können, was sie haben. Gibt es da einen Ort für... für heilende Menschen. Oder sind die alle arbeitslos? Aber ein Krankenhaus gibt es doch noch, ja. Wahrscheinlich geht man dann dahin und kriegt grünes Kraut. Egal, was man hat. Die tun nur so. Das ist nur in verschiedene Packungen gepackt, damit die so tun können, als gäbe es noch einen Sinn für die. Ah ja. In den Outbreak-Teilen bist du auch viel in der Stadt unterwegs. Ja, das weiß ich tatsächlich. Aber ich glaube tatsächlich, ich habe in Outbreak 1 auch schon länger reingespielt und leider machen mir die echt keinen Spaß. Die sind mir zu sehr auf, keine Ahnung, Action, ja schon irgendwie Action. Dieser ständige Zeitdruck, den man hat, das mag ich einfach nicht. Ich lasse mir gern Zeit in Spielen. Ich bin kein Fan davon, dass man die Level wirklich mit einem unsichtbaren Zeitlimit schaffen muss, weil man infiziert ist. Und ich bin kein Fan davon, dass ständig Gegner nachspawnen die ganze Zeit und so. Ist mir, glaube ich, zu stressig. Gucken wir mal, wenn ich es dann wirklich... Oh, da ist jemand gestorben. Gucken wir mal, wenn ich es dann wirklich richtig spiele quasi, ne? Aber ja, ich glaube, ich bin kein Outbreak-Fan. Lustig, wie er manchmal so schief dasteht. Da funktioniert was mit den Animationen nicht so ganz. So, Leute, ich habe noch über 200 Schuss. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Normalerweise würde ich euch wahrscheinlich stehen lassen oder so, aber come on, hauen wir raus. Wetten, dass ich schaffe, dass ich im Midgame dann trotzdem komplett ohne Munition und ohne Heilung dastehe und mir denke, oh Gott, wie konnte das passieren?
Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Aber vielleicht. Ich werde auf jeden Fall immer gegen Nemesis kämpfen. Denke ich mal. Das ist nur fair. So. Hier war tatsächlich ein längeres Rätsel geplant. Das wurde rausgeschnitten dann noch. Es sind aber im Spiel noch sehr viele Daten und Hintergründe zu dem Rätsel hier. Ursprünglich hätte man hier erst ein Item finden müssen, damit man die Leiter überhaupt nach unten klappen kann. Und dann hätte man an einer anderen Stelle auch einen Feuerwehrschlauch erst herstellen, reparieren müssen aus verschiedenen Teilen. Weil ansonsten hätte man das Feuer nicht löschen können. Ja. Haben die aber hier irgendwie nochmal sehr stark dann abgekürzt in der Release-Version. Man darf nicht vergessen, dass Chill und Ku immun sind gegen das Virus. Zumindest, ich glaube nicht, dass das offiziell Kanon ist in irgendeiner Form. Es wäre nur sehr sinnvoll, tatsächlich. Normale Menschen können, glaube ich, nicht einfach durch grünes Kraut geheilt werden. Das ist eine interessante These. Das widerspricht sich aber mit dem Textdokument, das wir zu dem Thema schon gefunden haben, ne? Von der Wissenschaftlerin, die dann irgendwie schreibt, so, ja, aber ich gehe jetzt nicht ins Detail, was die Wirkungen angeht, sondern experimentiert mal selber rum. Weil experimentieren ist die halbe Freude an der Wissenschaft. Was ich für eine sehr tolle wissenschaftliche Aufarbeitung halte, aber gut. Ja. Aber die sagt ja, dass es anscheinend allgemeingültig ist, ne? Dass die Heilkräuter wirken. Ich meine, Outbreak ist ja auch Kanon, ne? Und da lernen wir ja durchaus, dass selbst die Ausbreitung des T-Virus durch das Kraut verzögert werden kann, zumindest. Also es ist wirklich ein krasses Heilmittel. Da ist Brot, ja. Grundsätzlich voll geil. Gefällt mir auch, dass man Zivilisten spielt, unter anderem zumindest in Outbreak. Oh nein. Get away. Der schlechteste oder ängstlichste Hubschrauberpilot ever. Puh, Brad, du hast es allein geschafft. Ich bin stolz auf dich. Ich wollte ihm gerade helfen. Brad, hang in there. Why isn't someone doing something about this? I didn't know you were still alive, Jill. The police aren't trained for this kind of situation. What could they do? Listen, he's coming for us. We're both gonna die. What are you saying? You'll see. He's after STARS members. There's no escape. And he's gone. In der Straße, wo du jetzt eben die Leiter hochgegangen bist, ist ein Klamottenladen, wo man, wenn man will, sein Outfit ändern kann. Ah, okay. Für Chill, ja. Können wir nachher nochmal gucken. Aber auf der Karte waren alle Türen rot. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt rein darf. Eine alte Pinballmaschine. Cool Bier. Okay. Oh, was liegt denn da für ein auffälliges Foto? Der Glockenturm, eine Postkarte. Warum steht da unten Postkarte drauf auf dem Glockenturm unten? Damit man, falls Leute nicht wissen, was eine Postkarte ist oder so. Okay. Ein Bild, eine Postkartenbild. Außerdem sieht es aus wie ein altes Polaroid-Foto. Nichts macht Sinn hier, aber es ist anscheinend eine Postkarte vom alten Glockenturm. Okay, von mir aus Spiel. Auf der Hinterseite ist folgende Erklärung aufgedrückt. Ein Denkmal. Ja. Sankt Michaels Kirchturm. Gut, nehmen wir die Postkarte. Auf der ganz groß Postkarte steht, damit man es nicht mit einem Polaroid verwechselt. Weil so sieht's aus. What? 60 Schuss habe ich da gerade gefunden. Okay. Vielleicht ist easy wirklich sehr easy. Aber jetzt lassen wir es so, Leute. Meine Güte. Neue Outfits gibt es erst nach dem ersten Durchgang. Boutique-Schlüssel heißt der, glaube ich.
Okay, ja, habe ich mir schon gedacht. Das Outfit kann man erst auf dem zweiten Durchlauf ändern, weil man erst den Schlüssel dazu brachte. Ja, wie in den anderen beiden auch schon. Leicht ist echt zu leicht. Es ist ein bisschen, ich bin auch gerade ein bisschen hin und her gerissen, aber jetzt machen wir. Come on, ist doch jetzt Quatsch. Bevor wir jetzt da 100 Mal hin und her wechseln. Nein, es ist schon gut. Es ist ja gar nicht schlimm auch. Macht ja Spaß. War das jetzt die richtige Tür? Ich glaube, ich bin durch die falsche Tür gegangen. Ne? Ich gehe mal durch die andere Tür. Aber ich glaube, es gibt auch ein Classic-Outfit, ne, für Chill. Das fände ich grundsätzlich schon sehr nice. Das ist aus dem ersten Teil. Aber gut. Beim Resident Evil 3 Remake, als es angekündigt wurde, habe ich mich innerlich so sehr gefreut, die eine bekannte Nemesis-Szene in neuer Grafik zu sehen, wo er Brad killt. Ja, welche nie umgesetzt wurde. Ja, ja, ich kann mir schon vorstellen, ne, ich habe es ja eh schon gesagt, ich habe nicht so den Bezug zu dem Teil. Ich wusste nur auf dem Papier quasi, was alles in dem Spiel vorkommen müsste und habe mir da schon gedacht, so eieiei, die haben da aber viel weggelassen. Und ich glaube, wenn man wirklich Fan vom dritten Teil ist, dann muss das natürlich hart gehittet haben, wie viel die da tatsächlich einfach auch weggelassen haben. Guck mal, das war der, den die vorher noch gemampft haben. Also da verstehe ich die Enttäuschung von vielen schon auf jeden Fall. Oh Gott, das wird mir noch so oft passieren, weil hier Combine und Check einfach vertauscht sind. So, jetzt gucken wir nochmal auf die Karte. Wo waren wir denn noch nicht? Wo sind wir? Sale Office. Da können wir auf jeden Fall hingehen. Einfach nur die Straße hoch, geradeaus, dann nach links. Ach, dammit, da komme ich gar nicht vorbei, oder was? Ah. Hallo, langer Lachs. Kleiner Horror-Tipp. Schau dir mal die Ebola-Reihe an. Okay. Sagt mir gerade nichts. Ja, es gibt das Outfit aus Resident Evil 1 für Chill und das Regina-Outfit Dino Crisis. Ja, ja, genau. Dann gibt es, glaube ich, noch eins, was ich aber nie freigespielt hatte. Ich habe mir die erst vor kurzem alle angeguckt, aber ich weiß es jetzt tatsächlich auch nicht mehr genau. Es gab nämlich sogar ursprünglich einen Bonusraum, in dem die Outfits dann tatsächlich auch hingen und man konnte die anziehen und so weiter. Aber das sind auch nur noch Bilder davon in den Gamefiles. Na kommt, ich habe im Tutorial gelesen, dass ihr gleich alle ganz wunderschön explodieren werdet. Wow! Die haben aber die Zerstückelung nochmal auf 11 gedreht hier, oder? Von Teil zu Teil wurde das irgendwie noch ein bisschen krasser. Tja. Sind die echt? Die sehen so in den Hintergrund reingerendert aus, die zwei, ne? Ach so, und ein weißer Anzug war noch da drin. Ah, okay. Plötzlich gibt es weibliche Polizisten. Ja, immerhin. Die Gegnervielfalt hat sich auch erhöht. Ah, hier brauchen wir... Ah, das Feuerzeug, genau. Okay, alles klar. Das Seil ist in irgendein Öl gehüllt.
höre Hundegebell. Uiuiuiui. Dammit. Oh, guck mal, jetzt bin ich tatsächlich automatisch auch ausgewichen. Ich habe nichts gemacht, außer zu zielen. Aha, ich kann aber getroffen werden. Ich wollte es gerade mal testen, dann ist schon gut. Und wie ich getroffen werden kann. Na dann. Ich glaube, nur die Eliminator aus Zero sind nerviger als die Cerberus, oder? Ich finde immer, das sind für mich die nervigsten Gegner im kompletten, in der kompletten Reihe. Die klassischen Cerberus. Wobei, das ja, ich habe, ne, technisch gesehen sind das ja wahrscheinlich keine Cerberus, sondern einfach nur infizierte Hunde. Ist ja nicht dasselbe, technisch gesehen. Ja, die hatten halt einfach relativ, gerade im ersten Teil, relativ wenig Modelle für Zombies. Das fällt einem schon auf. Gerade wenn man es dann vergleicht mit den späteren Teilen. Ja. Ja, komm, ist egal. Ich habe mir gerade gedacht, naja, nee, eigentlich genau. Ich benutze jetzt einfach hier Quicksave, dann müssen wir nicht dauernd das unendliche Farbband rausholen. Ist ja auch wurscht. Das Heftigste hier waren die Hunter. Ja, die Hunter in Resident Evil 1 sind krass und so weiter, ne, One-Hit-Kill und auch die Crimson Heads im Remake, auch heftige Gegner, aber alle nicht so nervig wie die Cerberus. Ich finde die Cerberus so unheimlich nervig. Ein Zombie-Pudel im Remake hätte ich gefeiert. Grundsätzlich, es gab viele Konzeptzeichnungen. Ich bin ja da gerade drin und, ne, und mache da Videos drüber. Es gab wirklich viele Konzepte für verschiedene Hunde tatsächlich. In den ganzen Resident Evil Teilen. Aber kein einziger hat es jemals wirklich dann auch in ein Spiel geschafft. Moment mal, was stand da? It's locked with a simple lock. Wir sind doch the master of unlocking. Was ist denn los? Mach doch einfach das Schloss auf, chill. Das kann doch dich nicht aufhalten. Wie gesagt, weißt du nicht nur durch Zielen aus, sondern ich hab's gemerkt, genau, im richtigen Moment schießen. Ja, ja, genau, genau, das hab ich gemerkt, hab ich gerade getestet bei den Cerberus. Zombie-Affen reichen doch. Wer braucht da noch Katzen? Es gab ja auch wirklich für Zombie-Katzen schon öfter Entwürfe. Der Nemesis. Okay, jetzt müssen wir uns entscheiden. Kämpfe mit dem Monster. Oder entkomme. Kämpfe mit dem Monster. Der ist so klein. Habe ich mir das gerade eingebildet? Der ist ja kaum größer als Chill hier. Den haben wir ja auch noch mal ein bisschen, ne, vergrößert. Kann ich, ah ja, genau, warte mal, ich bin dumm. Okay, Moment. Ich muss ja einfach nur, wir haben ja den 160-Grad-Spin jetzt hier in dem Teil. Oh, gegen die Wand geboxt, ne? Da kann man schlecht ausweichen. Nemesis. In Chill hast du deine Meisterin gefunden. Hoffe ich. Ah, er kommt, Chill. Nein, nicht schon wieder. Oh, Chill, in Nemesis hast du deinen Meister gefunden. Okay. Let's go. Zweite Runde. Jetzt bin ich ein bisschen besser in der Steuerung drin.
Ja, ich wollte gucken, wie ich seine KI manipulieren kann. Ne? Ich habe ja noch nie, oder zumindest ist ewig nicht, also nicht bewusst gegen den gekämpft. Ich weiß nicht, ob ich jemals gegen den gekämpft habe. Und ich wollte gucken mit dem Umkreisen, ob man, wie gesagt, ne, einfach um den rumkommt, wie reagiert der, wenn ich ihn umkreise und so weiter und so fort. Das war jetzt gerade so ein bisschen experimentieren. Und ich bin nicht glücklich mit meinen Experimenten. Ich habe noch nicht die Strategie gefunden, die ich jetzt gern benutzen würde. Aber okay. Speicher hier nochmal, sparen wir uns ein paar Schritte. Nemesis 1, Bird Rider 0, ja. Okay, schauen wir nochmal. Wir kämpfen. Wir kämpfen, Spiel. Beeil dich. Ich will kämpfen. Die Knöpfe vom Controller sind so laut. Oh, wow. Crazy, der kann mich sogar vom Boden aufheben. Das ist aber nett von ihm auch irgendwie. Warum uns dauernd wirft, ne? Er weiß es wahrscheinlich einfach selber nicht. Das ist so einprogrammiert in seiner mutierten DNA, das Rumwerfen. Der ist einfach ein bisschen zu doof, um... Er weiß nicht, was er mit mir machen soll eigentlich. Er weiß es nicht. Ich glaube, da gibt es eine zweite Runde, oder? Das ist... Ja. Komm, chill. Einen Treffer stecken wir noch ein, oder? Gut. Tja, Brad. Brad hätte wirklich ein bisschen weniger nutzlos sein können, oder? Dann würden wir jetzt noch alle leben. Gemeinsam hätten wir den noch viel leichter bekämpft. Nehmen wir mal seine Marke, seine Dienstmarke. It stars Alpha Team Member Brad Vickers. Sein Face wurde kaputt gemacht. Ach, aber die Waffenteile kriegt man dafür nicht jetzt auf Easy. Na gut, okay. Es ist nur fair, würde ich sagen. Braucht man auch nicht unbedingt. Für Nemesis sind wir alle Stars. Das ist eigentlich, ne? Die Welt wäre ein besserer Ort, wenn wir alle ein bisschen wie Nemesis wären. Nemesis wurde einfach seinen Ball weggenommen. Und er nimmt Chill als Ersatz. Nur im Hard-Modus, die Teile sind aber schon geil. Ja, okay. Nie kommt, aber jetzt ist es jetzt. Wir reden nicht mehr drüber, dass wir irgendwas jetzt neu starten. It is what it is. Wir haben uns entschieden. Ist auch okay so. Ich passt schon. Er ist jetzt ein Brett-Vorleger. Stopp, wo ist er denn? Nee, wollte ich auch nicht. Hallo. Da ist es endlich. 100 Knöpfe habe ich durchprobiert. Ah. Naja. Ich stand schon wieder vor der Treppe und habe A gedrückt und gewartet, dass sie runtergeht. Warum ist hier alles verbarrikadiert? Das spielt ja eigentlich noch vor, ne? Naja, okay. Hat halt irgendwer die Bretter weggemacht, bevor Leon kommt. So, die restliche Schrotflintenmunition, von der wir noch wirklich viel haben, heben wir uns jetzt aber auf. Trotzdem,
Man muss ja nicht übertreiben. Jetzt sind wir leider, Chill, einen Schritt zu weit gegangen. Genau, das ist mir lieber. Was das? Guck mal, wer da liegt. Wahrscheinlich frisch attackiert, aber nicht gestorben. It's RPD Officer Marvin Brannigan. Er wurde tödlich verwundet von Zombies. Er hält wohl etwas in der Hand. Marvins Report. Report, September 24. Es gibt Berichte über Diebstähle. Was? Was ist denn The Municipal Building Before Dawn? Ich weiß leider nicht, was Municipal Building bedeutet. Eine juwelenbesetzte Uhr am Haupttor wurde beschädigt. Zwei der 11 Edelsteine, die dort installiert waren, sind verschwunden. Wegen, da wir aktuell nicht genug Officer zur Verfügung haben, habe ich die Suche in diesem Fall erstmal aufgegeben oder so. Marvin Brannigan. Report, 26. September. Kommunalgebäude, also Rathaus. Aha, okay, danke schön. Das Bürgerhaus. Ja, ja, okay. 26. September. Basierend auf der auf dem Autopsiebericht des 42-jährigen alten Restaurantbesitzers habe ich herausgefunden, dass er einen der verschwundenen Edelsteine hatte. The Police Department. Er hat im Police Department um ca. 10 Uhr morgen Unterschlupf gesucht. Dort wurde er zu Tode geschossen. Nach 10 Minuten, nachdem er die Symptome gezeigt hat. Während die Stadt ist aktuell unter Martial Law, also Ausnahmezustand. Deswegen müssen wir diesen Fall jetzt erstmal zu den Akten legen. Aber den Edelstein behalten wir als Beweisstück. Gezeichnet Marvin Brannigan. Marvin Support. Er wurde tödlich verletzt von Zombies. Aber so tödlich auch wieder nicht. Gibt Schlimmeres. Hey, Desert Railgun, hallo. Schön, dass du auch noch vorbeischaust. Und da haben wir auch schon das Beweisstück, von dem wir gerade gelesen haben. Hey, können wir eigentlich mit dem hier irgendwas noch machen? Checken? Irgendeine Art Karte ist da drin. Aha, die Stars-Karte. Ach, können wir damit vielleicht jetzt den Computer in der im Hauptraum? Aber weiß ich jetzt gar nicht. Müssen wir mal gucken. Oh, Nummern haben wir, glaube ich, noch nicht. Na dann. Sollte sich Branner aussprechen. Oh, guck mal, ganz neues Zombie-Modell. Ist schon auch, ne, die Qualität, die optische Qualität hat sich schon auch nochmal verbessert. So auch die Texturen und so, wie die Gegner aussehen. Auch bei Chill habe ich es mir schon gedacht. Die sieht schon ein bisschen menschlicher einfach aus, wie so ein Leon noch. Gott, war die gerade schnell. Das war gerade ein bisschen creepy. Ah, da hat sich schon auch nochmal technisch ein bisschen was getan in den Feinheiten. Die Ausweichfunktion ist auch nett und alles, aber dieses 360-Grad-Drehen ist halt einfach Gold wert. Und ich bin froh, dass das auch dann im Resident Evil 4 beibehalten wurde, weil das ist schon eine super wichtige Funktion, die ich im ersten und im zweiten Teil auch wirklich sehr vermisst habe, muss ich sagen. Bist
Ist aber gemeint zu Marvin, ganz so tot auch nicht. Naja, ich meine damit, dass der noch ziemlich lange lebt, weil ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Zeit vergeht, bis Chris kommt, bis Leon kommt, aber wahrscheinlich schon, vielleicht ein paar Stunden oder so, ich bin mir nicht sicher. Und währenddessen kommt er nochmal zu Bewusstsein und bewegt sich auch nochmal durch den Raum und so weiter. Das meine ich mit ganz so tot ist er auch wieder nicht. Nur die Füße bzw. die Schuhe deiner Gegner sehen furchtbar. Da habe ich jetzt... Oh Gott, ich wurde gerade gebissen vor lauter Text lesen. Ich habe meinen Gegner mal wieder unterschätzt. Da habe ich noch nicht so drauf geachtet. Seid ihr alle tot? Nee. Aposta! Ha. Die sehen aber tatsächlich irgendwie ein bisschen weiter fortgeschritten zombifiziert aus, ne? Die männlichen Polizisten hier. Und hier haben wir jetzt noch einen. Wie viel Ausweis haben wir denn noch? Ach, das ist unser eigener Ausweis, oder? Nein, nicht kombinieren. Ach, das ist wirklich schlimm. Ich hab, das ist das. Warum haben die beiden Reiter vertauscht hier im Menü? Furchtbar. Chill, ja genau, habe ich mir gedacht. Na guck. Wir haben unseren eigenen Ausweis gefunden. Doch schön. Ja, aber können wir das hier jetzt anzünden? Nee, okay. Hätte auch gar nicht Sinn gemacht, ne? Weil dann könnte das Leon gar nicht mehr machen, beziehungsweise Claire, je nachdem. Na schau, jetzt hatte ich eigentlich gar keinen Bock mehr, dass wir hier nochmal rumlaufen. Und jetzt laufen wir doch wieder hier rum und hab doch Bock. Schau, war schon gut. Nee, es war schon eine gute Lösung, dass wir jetzt nicht nochmal Chill A und Leon B mit den Superwaffen machen. Es wär langweilig geworden, ich finde schon. Ja, wie ich mal las, soll es nur Stunden sein, der Abstand zwischen 3 und 2. Ja, ja, genau. Aber eben schon, wahrscheinlich ein paar Stunden. Chill-Ausweis nimmt man, falls man Nemi nicht besiegt. Ah ja, das macht natürlich Sinn, da hast du recht. Das ist logisch, ja. Die haben mir quasi den, den Ersatzausweis hingelegt, falls man den anderen nicht mitnimmt. Zwei Stunden, um genau zu sein. Ah ja, okay, schau. Deswegen ist er ja noch nicht so tot, wie er jetzt wirkt gerade. Offensichtlich. Es ist ja quasi so, wenn man es wirklich, wirklich chronologisch, also aus Spielperspektive chronologisch spielen würde und nicht wie ich jetzt von Release-Datum her, müsste man ja eigentlich Resident Evil 3 nur bis zu dem Moment spielen, in dem Chill bewusstlos wird. Und dann müsste man Resident Evil 2 spielen und danach müsste man wieder zurück zu Resident Evil 3 kommen. Aber ich spiele ja eh nach Release-Datum, deswegen haben wir solche Logikprobleme nicht. Das ist so ein bisschen wie bei Star Wars. Da wurde ja auch viel diskutiert, wie in welcher Reihenfolge man jetzt die Star Wars-Filme gucken soll. Und da ist auch ein Vorschlag, den ich ganz interessant finde, dass man erst den vierten guckt, dann Episode 1. Nee, warte mal. Oder nur Episode... Ich weiß gar nicht mehr. Der Vorschlag war nicht blöd auf jeden Fall. Ich glaube, dass man nur Episode 2 und 3 als Rückblende guckt, bevor man dann... Nee, warte mal, 5, genau. 4, 5, 2, 3, 6. So, quasi man guckt sich die ganze Geschichte bis zum Ich-bin-dein-Vater-Reveal an. Dann kommt die Rückblende, wobei man den ersten Teil halt einfach wirklich auch inhaltlich weglassen kann, weil der trägt jetzt nicht so viel zur Story bei. Und dann kommt als Finale der sechste Teil. Ganz genau, erst 3, dann 2, dann wieder 3. Genau, das wäre bei Resident Evil die Folge. Wir machen jetzt tatsächlich Schluss Vampire Girl, weil du gerade fragst. Ich wollte jetzt noch bis hierher spielen tatsächlich. Aber jetzt machen wir für heute tatsächlich Schluss. Ich habe jetzt gerade tatsächlich auch irgendwie Bock, ne? Es wird mir schon Spaß machen, aber ich muss jetzt auch einfach... Leute, ich muss... Ich habe ja leider noch andere Sachen zu erledigen. Ich muss noch für den Kanal tatsächlich auch was fertig machen. Da bin ich vor dem Stream heute nicht fertig geworden. Und erst 1, dann 4, dann 5. Das könnte man auch machen.
Ja, das könnte man auch machen. Hm, na, weiß ich nicht. Aber gut, oh gut, okay. Na schön, Leute. Ey, hat mich mega gefreut heute. War total cool. Schön auch, dass ich während des Streams einfach hier das Spiel wechseln konnte. Und es war cool für euch. Und vielen, vielen Dank für die vielen Bits und Abos heute. Und auch auf YouTube für die Kanalmitgliedschaften und Superchats. Voll nett. Hat mich wirklich sehr gefreut. Wir haben die 100 Subs jetzt auf Twitch nicht nur erreicht, sondern auch noch voll überschritten. Voll cool. Morgen gibt es definitiv einen Bonus-Stream. Ich weiß noch nicht genau, was wir machen. Oh, wir haben ja jetzt schon mit Resident Evil 3 angefangen. Das heißt, wir könnten jetzt tatsächlich schon das erste Resident Evil 3 Bonus-Ziel morgen einlösen. Oh, da habe ich mir nämlich zwei ganz schön große Sachen vorgenommen. Da weiß ich nicht, ob wir die beenden können, aber jetzt passt auf. Im Jahr des Herrn, Release-Jahr von Resident Evil 3 sind nämlich die zwei ersten Teile von zwei anderen sehr beliebten klassischen Survival-Horror-Reihen erschienen. Das war ein großes Jahr für den Survival-Horror. Und ich habe mir gedacht, hey, gucken wir doch auch in die rein, weil das passt eben zeitlich sehr gut zum Release von Resident Evil 3. Und die Spiele sind Dino Crisis und Silent Hill. Deswegen habe ich mir gedacht, spielen wir doch als Bonus neben Resident Evil 3 auch Silent Hill 1 und Dino Crisis 1. Gerade Dino Crisis 1 wollte ich mir sowieso schon lange mal anschauen. Das ist eine Reihe, die habe ich nie gespielt. Ich habe keine Ahnung von der. Ich weiß nur, dass es Resident Evil mit Dinosauriers und das klingt echt awesome. Aber ich habe wirklich keine Ahnung davon. Deswegen würde ich sagen, würde ich mir morgen sehr gerne Dino Crisis anschauen und als zweites Ziel legen wir definitiv Silent Hill fest. Oh, ich weiß noch nicht genau, über welche Etappe wir das machen, aber das haben wir genug Zeit, um das zu erreichen, würde ich sagen. Cool, cool. Dino Crisis 1 sehr nice, leider Teil 2 Flop. Habe ich auch öfter gelesen, dass nur der erste bei Dino Crisis wirklich gut ist, ne? Die anderen danach nicht mehr so. Aber genau, ich will mir auch nur den ersten anschauen tatsächlich. Cool, cool, das freut mich, Leute. Dann, alle, die jetzt auf Twitch sind, raidet gerne noch mit mir mit zu Panikfee. Wie gesagt, die macht gerade wieder... Ist die noch online? Ich hoffe es. Genau, die macht gerade wieder GTA 5 Roleplay. Super lustig, super amüsant. Danke nochmal für alles heute und bis zum nächsten Mal schon mal. Tschüssi.